Da hinten sind schon wieder so gespaltene Berge. Zwei so Berge, deren Spitzen zueinander ragen. Wie in Breath of the Wild und Assassin's Creed Valhalla. Und jetzt auch in Witcher. Chronologisch gesehen war es in Witcher natürlich. Aber... Ja, leck mich am Arsch. Was? Bitte? Ach ja, die magischen, sich selbst mit Wind füllenden Segel hier immer. So, das sind wir auch schon. Eine unterirdische, unterwässerische Höhle. Sehe ich da schon auf der Map. Aber irgendwie ist das Wasser hier nicht mehr tief genug. Da steckt er den Kopf in den Sand, der Geralt. Oh, schau dir das mal nicht an. Kein One-Hit-Kill? Verrückt. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich dachte, unter Wasser ist die Armbrust immer ein One-Hit-Kill. Was haben denn Hexer früher gemacht, bevor sie kleine Mini-Armbrüste benutzt haben unter Wasser? Das ist ja irgendwie voll gefährlich. So, jetzt muss ich nochmal kurz auftauchen und Luft holen am besten. Und dann versuchen wir das nochmal. Hast du Valhalla durchgespielt? Nee, noch nicht. Ich bin noch nicht durch. Ich bin von der Story her kurz vorm Ende und klapper jetzt so jeden Abend immer wieder zwei, drei von den übrigen Pünktchen, die noch auf der Karte sind, ab. Und dann werde ich die Story erst beenden. Weil sobald ich bei einem Spiel die Hauptstory beendet habe, geht bei mir die Motivation, das weiterzuspielen, ganz rapide flöten. Das ist deswegen, solange ich noch Spaß an dem Spiel habe, muss ich immer quasi die Nebenmissionen und die Objekte auf der Karte und so weiter machen, bevor ich die Hauptstory beende, weil sonst mache ich es wahrscheinlich nie wieder. Deswegen bin ich da noch nicht ganz durch. Und jetzt ist mir auch vor kurzem, vor ein paar Tagen ist ja Dingsy released, veröffentlicht worden. The Medium. Das habe ich dann auch gespielt stattdessen. Das ist ja ein recht kurzes Spiel, das habe ich auf zwei Abende durchgespielt. Und das ist ganz cool, The Medium. Das ist ein ganz, ganz cooles Horrorspiel. Hat so mit seiner Third Person und dem feststehenden Kameraperspektiven hat es wirklich so Retro-Survival-Horror-Anmutungen schon fast ein bisschen. Aber ist vom Gameplay her ganz was anderes. Hat ein paar ein bisschen nervige Gameplay-Passagen meiner Meinung nach leider. Aber abgesehen davon echt ein gutes Spiel. Und dann habe ich auch Cyber Shadow gespielt. Das neue Spiel von den Shovel Knight-Machern. Und wieder ein absolut geniales 2D-Retro- klassisches Spiel. Also das ist wirklich ein Spiel, das kann ich sowohl Fans von so Ninja Gaiden klassischem NES Actionspielen empfehlen, als auch eben Spielern, die vielleicht zu jung sind, dass sie das Zeitalter gar nicht mitbekommen haben. Weil in so alte, nostalgische Spiele kommt man, also da eben, da ist eben ganz viel Nostalgie oft mit dabei und eigentlich sind das aus heutiger Sicht einfach teilweise keine guten Spiele mehr. Ninja Gaiden ist zum Beispiel eben, weil ich es gerade genannt hatte, super unfair eigentlich und auch echt nicht gut gepolished und so. Das ist einfach nur gemein, das Spiel eigentlich. Und man kann vielleicht heute gar nicht mehr so nachvollziehen, warum das damals so ein Hit war. Und Cyber Shadow, ich glaube es heißt Cyber Shadow, ich muss mal nachgucken. Cyber Shadow auf jeden Fall oder das neue Spiel der Shovel Knight Macher, glaube ich, kann einem heute noch ganz gut vermitteln, warum Spiele früher so cool waren. Weil es das Ganze ein bisschen modernisiert und ein bisschen aufpoliert und in die Moderne bringt, aber trotzdem quasi allem treu bleibt, was damals cool war.
Naja, wie lange ich Valhalla schon gespielt habe? Ich habe jetzt knapp über 100 Stunden. Gerade so 105 oder so. Aber ich muss auch sagen, dass die Konsole ab und zu mal so nebenbei ein bisschen lief. Oh, ist das ein Portal? Das heißt, wahrscheinlich sind es eher so um die 90 oder so, die ich tatsächlich gespielt habe. Nehme ich mal an. Wie funktioniert denn das Portal, dass ich durch kann, aber Wasser nicht? Oder der Grabräuber muss was in Moros Grab gefunden haben, wenn das Eingangsportal aktiviert wurde. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ich hätte so gern mein Schwert noch geschnitzt vorher. Verdammt. Stachel, da hat aber jemand einen üblen Sinn für Humor. Geralt, was soll denn das? Ich finde, für sowas ist die Steuerung in dem Spiel aber echt nicht präzise genug. Also die Laufsteuerung zumindest. Keine Sorge, die sind nicht echt. Nur Phantome. Soll ich da runter? Muss ich da runter? Sollte ich lieber da weitergehen? Ich weiß es nicht. Runter, runter ist es. Eine stumpfe Axt. Blutmoos. So, was da? Eine Lampe, die ich aus irgendeinem Grund... Okay, hier ist Blut überall. Geralt. Blut getränkt. Da hat sich jemand nach dem Kletterversuch seine Wunden verbunden. Konnte wenigstens den Panthern entkommen. Blut getränkt. Da hat sich jemand nach dem Kletterversuch seine Wunden verbunden. Konnte wenigstens den Panthern entkommen. Okay. Jetzt habe ich mich leider total verlaufen hier drin, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo wir sind und was hier los ist. Geralt, der Stalagniten-Climber. Aber scheinbar können wir da nicht hoch. Oh oh, in der Stalagniten-Falle. Hey, ich loot immer ohne hinzugucken. War vielleicht schon mal irgendwo ein Schwertreparaturset mit dabei? Das wäre ganz reizend. Nein, schade. Was ist denn das für eine Rune? Die sieht besonders aus. Der Handkäse-Runenstein. Ich kann mich erinnern, was war denn das gleich noch? Weil irgendwas Doofes. Ach so, genau. Er ergänzt sich perfekt mit dem anderen, den ich nicht habe. Ah, deswegen habe ich ihn nicht eingebaut. Das war das. Ich habe das Tagebuch gefunden. Oh, wurde etwa... war zufällig der andere Grabräuber vor mir, Indiana Jones. Nicht so erfolgreich wie der im Film. Es sieht so aus fast.
Der gute alte rollende Fels hat ihn erwischt. Die Maus sieht anfangs wie Hartkäse aus, war der Tipp, den wir gefunden haben auf dem Einhorn. Die Maus sieht anfangs wie Hartkäse aus. Und da soll ich drauf kommen, dass die Maus ein Haus ist, oder wie? Mit dem Tipp. Weil die Maus anfangs wie Hartkäse aussieht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Okay, schauen wir uns das Tagebuch des Professor Murieu an, oder so. Da sich vor meinem Labor verdächtige Gestalten herumtreiben, sah ich mich gezwungen, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Ich vermute, dass es sich um gewöhnliche Verbrecher handelt, die etwas Wertvolles stehlen wollen und kein Interesse an meiner Forschung haben. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Unleserlicher Abschnitt. Außerdem habe ich auf Anrat eines befreundeten Ingenieurs das Gelände mit einem einfachen mechanischen Apparat gesichert. In einem der Zimmer auf dem Weg zum Labor habe ich einen Mechanismus zum Verschließen und Öffnen der Tür angebracht, der sich durch vier hervorstehende Steine hoch oben an den Wänden bedienen lässt. Ich kann dieses Schloss mit einem einfachen Zauber umgehen, aber ein gewöhnlicher Dieb müsste zweierlei schaffen. Erstens die Steine finden und ihren Zweck erraten. Zweitens eine Möglichkeit finden, sie zu drücken. Unleserlicher Abschnitt. Hallo? Ist da noch jemand? Oh, da liegt noch eine Armbrust. Der Stein ist von da oben runtergerollt. Das ist irgendwie schön gemacht. Jetzt ergibt das alles Sinn hier. Jetzt. Na gut, wir haben einen wichtigen Hinweis bekommen durch das Untersuchen. Also war es schon mal nicht umsonst. Ups, das wollte ich nicht. Ich muss nur irgendwie hier wieder rauskommen. Ah, gut gemacht, Geralt. Gut gemacht. Okay, Moment mal. Was? Wo müssen wir denn jetzt? Wo sind wir denn? Was ist denn jetzt los? Finde einen Weg. Ich muss mal dem Questmarker nachlaufen. Aber der ist hier unten. Aber hier sind keine vier Steine. Und ich wüsste auch gar nicht, wo ich die reinsetzen soll. Und ach so, ich kann hier hochklettern. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh, bist du schon wieder so ein Wächter? Ja. Mist. Ich glaube, deine Wächterkatzenphantome sind irgendwie ein bisschen kaputt, Professor Moreau. Muss ich mich jetzt abseilen? Kann Geralt sowas? Das haben wir noch nie gemacht. Das war keine Absicht. Damn it. Oh, das war wirklich keine Absicht. Verdammt nochmal. Oh, bitte, 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 hab vor kurzem erst gespeichert. Ich meine, es ist alles cool. Alles cool. Ruhig bleiben. Cool bleiben. Wir sind hier ewig lang rumgeirrt, ohne irgendwas zu finden. Also, falls wir nochmal irgendwie am Eingang oder so starten müssen, haben wir den Fortschritt, den wir jetzt haben, innerhalb von 10 Sekunden wieder, glaube ich. Und es hat tatsächlich nach dem Kampf... Oh, das Spiel ist so nett, was Autosaves angeht, teilweise. Also, aber muss ich mich jetzt wirklich hier abseilen? Ich versuche jetzt mal was. Nein! Scheinbar nicht. Hätte mich auch gewundert. Ich meine, es wäre komisch, weil das wäre ganz eine neue Animation und auch eine ganz neue Technik für das Spiel, die irgendwie hier plötzlich eingeführt wird. Aber es sieht so aus, finde ich. Verdächtig, wie das Seil hier gespannt ist.
Habe ich mir gedacht. Und dann waren wir tot. So schnell kann's gehen. Das steht dann auf Geralts Grabstein. Ob man sich hier abseilen kann? Fragezeichen. Na gut, Gary. Dann sag du mir, was wir tun müssen. Was weiß ich denn? Aha, er sieht doch das Seil jetzt an. Nicht schlecht. Sowas hätte ich auch gerne. Nicht schlecht. Sowas hätte ich auch gerne. Ja, was heißt denn, sowas hättest du auch gerne? Dann kauf dir halt ein Seil. Wir haben bestimmt Seile im Inventar sogar irgendwo rumliegen. Tu nicht so. Ein goldenes Kästchen. Das finde ich jetzt aber interessant. Einfach so. Einfach so ein goldenes Kästchen. Ohne irgendwie Erklärung. Ist das nur so ein... wahrscheinlich einfach nur... Gerümpel, das man verkaufen kann, nehme ich an, oder? Ach, Quatsch. Ja, genau, das ist wirklich nur... Kann man verkaufen oder zerlegen. Okay, alles klar. Ja, und was machen wir jetzt? Ach so. Natürlich. Verschlossen. Die Notizen erwähnen 4 hervorstehende Steine. Ich muss sie irgendwie reindrücken. Vielleicht mit der Armbrust? Ach, mit der Armbrust, ja, das ist auch okay. Aber wo sind die anderen beiden hervorstehenden Steine? Und wie lange ist er eigentlich schon tot, dass hier alles so zerfallen ist? Oder war das schon so verfallen, bevor der hier eingezogen ist? Aber vor allem, wo sind die anderen Steine? Unser Hexersinn hilft uns da scheinbar auch nicht weiter. Ah ja, einen habe ich noch. Da war es nur noch einer. Und der müsste eigentlich hier sein. Oder ist er nicht? Ja, ich finde ihn nicht. Ah, da ist er. Dass der Mechanismus noch funktioniert. Na, geschafft. Wie das da hängt an der Mauer. Na, ist vielleicht alles ein bisschen magisch und so.